Grüß euch und Servus beinand. 10 Jahre alle lieben Koch- und Backbuchreihe. Ganz ehrlich, wie wir beieinander gesessen sind und über die Themen für dieses Jahr überlegt haben, waren wir selber baff, dass es schon 10 Jahre her ist, dass wir mit dem Titel Alle lieben Blechkuchen diese Serie gestartet haben. In diesen 10 Jahren kam auch immer wieder die Anfrage an uns, wie ist denn eigentlich so ein Buch entstanden, beziehungsweise wie kommt mein Rezept da rein? Und das zeige ich euch heute. Kommt's mit! Als erstes wählen wir in der Wochenblattredaktion aus den vielen Rezepteinsendungen die Rezepte aus, die ins Buch kommen. Grüß dich Petra. Na, wie schaut's aus? Haben wir wieder schöne Sachen? Jede Menge, Michaela, haben wir. Schau her. Eine Dinkelsonne, da mit verschiedenen Belegen. Schaut schön aus, auch. Schwäbische Speckbrezen haben wir. Nusszuckerkipferl haben wir. Und da schau her, auch was ganz Besonderes, die Rieser Bauerntorte. Das ist eine Spezialität. Das ist ja was Tolles. Hefekuchen mit Apfelmusfüllung. Das ist ganz was Ungewöhnliches, super. Die Rieser Bauerntorte haben wir für unseren Jubiläumsband Alle lieben Feste feiern ausgewählt und die Bäckerin zur Hauswirtschafterei zum Nachbacken eingeladen. Grüß euch, servus. Hallo. Danke. Jetzt schauen wir her, Regina. Da bereiten wir das halt zu. Wir haben schon ein bisschen was hergerichtet. Schaut toll aus, finde ich. Dann wünschen wir euch viel Spaß und wir ziehen uns einstweilen zurück. So. Schaut ja super aus. Einfach, dass man so schön drüber. Genau. Schön. Dankeschön. Das nehmen wir. Super. Da ist jetzt die Bauerntorte, die wir ja bei der Hauswirtschafterei gebacken haben. Da unten sieht man die Verzierung, den Rand, wie der gemacht worden ist. Finde ich auch gut aus. Wir könnten jetzt nur überlegen, dass wir die Bildausschnitt insofern verändern, dass man es mehr in die Mitte rücken und mehr von der Torte sieht. Das darf ich jetzt eigentlich so lassen, weil genau so ist fotografiert und gebacken worden. Übrigens, bei uns werden keine Lebensmittel weggeworfen. Alles, was wir backen und kochen, wird im Anschluss verzehrt. Sehr gut, Alter. Jetzt schauen wir es hier aus. So kommt ein Leserrezept in der Alle lieben Birchel. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kochen und Backen. Und vor allem beim Festefeiern.